Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Bucket Crew. Ich bin Chris, bin heute Abend Spielberater und Presenter und das sehr gerne auf diesem Knorkström, den wir liebevoll die Bucket Crew nennen. Heute habe ich es tatsächlich geschafft, vor Ende des Intros meine Nahrung zu mir zu nehmen und ich warne euch vor, ich bin heute auf Kaffee. Die Nacht war kurz und die Nacht wird lang. Also bin ich schon auf mehreren Tassen Kaffee. Ich weiß nicht, ob das für uns alle gut ist und ob man mich auf Kaffee aushalten kann. Hallöchen, Korps. Grüße. Moment. Ja, man sollte dazu vielleicht sagen, dass ich normalerweise kein Kaffeetrinker bin. Und ich habe ja jetzt neulich von meiner Mama, die mir was Gutes tun wollte, weil in letzter Zeit doch sehr viele Nachtschichten hier geschehen, was Gutes tun wollte, habe ich da bei Riser hinten eine Senseo stehen. Ich habe sie jetzt schon länger und öfter gebraucht als vermutlich nötig. Merke aber tatsächlich, dass wenn es um Kaffee geht, dass ich dann doch eher irgendwie... Ich trinke meine Milch dann doch lieber mit Kaffee als mein Kaffee mit Milch. Ja, und irgendwie so zuckerlos schmeckt Kaffee irgendwie komisch. Ja, vielleicht bin ich da zu verwöhnt. Wenn ich auf 4 Tassen Kaffee und 1 Liter Cola bin. Also wirst du, also ist das dann, also wird aus dem Hobbit dann so ein 1,20 hoher Grave-Kampfzwerg oder wie? Sekunde, muss Mel kurz antworten. Weißt du, Mel könnte halt auch einfach im Chat sein, aber hey, Ah. Aha. Was ist das eigentlich? Warum hast du eine andere Farbe? Willkommen im Chat, du Keck. Morgen dann eventuell, Tröte. Ein Buntstrand. Ne, ich bin bunt. Oder habe ich dein Outing verpasst? It's been a while, dass du diesen Button gedrückt hast, Tröte. Hallo Mel. Guten Abend. Ist heute nicht Mittwoch? Stimmst du heute nicht normalerweise? Habe ich I'm too tired for this shit Post verpasst? Ich bin wie ich gehöre dazu. Okay. Nee, Dienstag und Donnerstag. Weißt du, es ist unglaublich kompliziert, weil ich mir versuche von allen gerade irgendwie die Streamzeiten zu merken. Ich glaube, ich brauche langsam so einen Planer. Weißt du, so einen Wochenplan? Wo ich dann halt wirklich so jeden eintrage, so mit mehreren Blöcken und so. Ja, also gut. Ja, also, ja, gut. Hast ja schon recht. Das gehört schon zu bunt. Aber ihr wisst ja, bunt ist das Dasein und granatenstark. Volle Kanone schießt. Oh nein, dann... Oh nein. Oh nein, dann hast du ja mitbekommen, dass ich auf Kaffee bin heute. Ich kann 2 Tage wach bleiben ohne Probleme. Und ja, ich bin dann sehr energy. Oh je. Also doch 1,20 Grave-Kampfzwerg. Ach du Scheiße. Ja gut. Ey, ich habe Mel of Energy erlebt. Das ist... Und Haarspray.
Und Glitzer. Also wenn das noch schlimmer ist, furchtbar. Doch bei Pro im Chat, also ja. Du warst auch bei diesem Coding-Dödel im Chat. Oh, jetzt hab ich... Dödel klingt jetzt so abwertend in dem Zusammenhang. Nein, du warst auch bei dem Coding-Mensch im Chat. Ich habe dich im Chat-Overlay verfolgt. Ja, wie er das da, getüttelt hat, ne? Ja, morgen. Morgen dann eher, weil... Ich weiß noch nicht tatsächlich, was die jetzt, Ich hab überall Finger drin. Ja, genau. Weißt du, das ist schlau. Ja, du hast überall Finger drin, aber keiner hat den Finger in dir drin. That's the way to be. Falls man merkt, dass ich Zeit schinde, liegt das daran, dass ich für heute einfach keinen Content habe. Nein, Das wollte ich sagen. Ach ja, That's the way to be. Aha. Das ist übrigens, falls ihr irgendwann gedenkt, irgendwie so bei Manywitz oder so irgendwie so to be Cosplay-Kram zu machen oder so, ich habe einen super Videotitel für euch, ja? How to be a Brand. Oder Schlutt. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh. Ja, Kaffee ist, glaube ich, nicht gut für mich. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich weiß nämlich nicht, also ich bin... Ist für euch alle anderen jetzt kontextlos, ja? Aber ich sag's trotzdem. Ich weiß nämlich nicht, was meine Ärztin mit denen jetzt ausbaldowert hat, weil ich war nämlich gestern bei ihr und bin eigentlich mal auf ihr Angebot eingegangen, dass sie sich darum kümmert. Und dann habe ich heute Morgen den Anruf gekriegt, weil eigentlich war ich wegen meinen Mandeln da und dann hat sie einen Abstrich gemacht, auch weil sie sich Sorgen um meinen Hals macht. Ja, weil der scheint sehr gereizt zu sein, was ich mir gut vorstellen kann, weil wegen der ganzen Aufnehmerei und so und weil ich jetzt gerade aktuell Audio-Takes für einen Podcast aufnehme, für jemanden, Grüße gehen raus an Simone, und so Krempel, weißt du, da ist der Hals, glaube ich, schon gereizt, aber so ein Stäbchen im Hals, ja, das war so hochgradig unangenehm, ja. Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie das für die Leute sein muss, die das Ding ins Gehirn geschoben kriegen. Nein, nein, will ich nicht. Nein, nein, nein. Aber das Problem war, in dem Zusammenhang, der Informationsfluss zwischen meiner Ärztin und mir, der war, also ich glaube, da ist ein bisschen was verloren gegangen zwischendrin, weil die Arzthelferin, die mich dann heute Morgen angerufen hat, die meinte dann halt nur zu mir, du pass auf, hier ist die Adresse und so, hier 24.03. Und ich jetzt, ja, hat sie irgendwas dazu gesagt? Ich habe keinen Bock da irgendwie 60 Kilometer irgendwo hinzufahren. Und dann sagen die mir nur, ja schön, dass sie da waren, aber nö, ist nicht. Ja, ich hoffe, sie hat das halt geklärt mit denen. Und das habe ich halt gesagt, soll mir dann halt bitte doch morgen nochmal einen Anruf in meine Leitung bimmeln, damit ich weiß, was da der Stand ist. Weil der Ort hat sich jetzt ja auch geändert von Neustadt nach Speyer. Duno. So. Hallöchen Hide, ich grüße. Ich habe da jemanden gefunden. Muss ich Angst haben? Namen. Simon, ich grüße. Schau mal wieder wegen Backermieter. Ja, können wir gleich auch machen. Ich habe nicht unbedingt viel Content heute, aber ich würde gerne Sachen machen, die ich im Let's Play noch nicht so weit gemacht habe, weil ich sie, glaube ich, im Let's Play auch gar nicht so weit machen werde. Weil bisher hat sich das keiner gewünscht und, naja. Aber weißt du, Mel, dass du halt im Chat lurkst, das ist nur fair, weil ich mache das in letzter Zeit bei dir halt auch einfach nur, weil ich dich dann meist auf dem Fernseher laufen habe. Und dann... Ich mag so ungern mit Fernbedienung im Chat rumtippen und wenn ich dann halt irgendwie gefühlt auf der anderen Seite des Raums bin und nicht gerade irgendwie hier hocke oder so, dann ist das schwierig. Das ist voll okay. Ja, ich finde das halt nur... Ich weiß, dass Lurken voll legitim ist und so und tralala. Grüße gehen raus an die Lurker. Wenn wir kennen uns, weißt du, da kann ich dann halt wenigstens mal Hallo sagen. Ja, so, oder zumindest so Hi. Aber ich finde es dann auch immer ganz doof,
wenn ich dann halt schreiben muss, so ich muss jetzt was anderes machen, was wichtiger ist oder was auch immer, so unterschwellig. Das finde ich ja auch nie so geil, wenn Leute das dann halt im Stream schreiben. Sowas wie, ich gehe dann jetzt mal bei wem anders gucken oder was auch immer. I don't like this. Das sage ich lieber dann halt gar nichts und so. Ja, aber weißt du, wir sind ja halt so. Ja, da denke ich, das ist das okay. Ja, wenn ich dann halt mal, dann sollte ich Hallo sagen. Ja, in irgendeiner Form. Die ganzen komischen anderen Creeps, die was geschrieben haben, die dich angucken, die, da brauchst du ja auch nichts von hören. So. Smoochies gehen auch an. Ja. War laut genug für jeden Raum. Geht. Geht eigentlich. Ja. Also keine Ahnung. Weiß nicht. Bin dann. Also. Lieber habe ich einen Chat voll mit 300 Lurkern oder so, als dass mir 299 davon sagen, mit, ich gehe jetzt mal eben woanders hin, da ist es schöner. Oder irgendwas in die Richtung. Das deprimiert nämlich auch so ein bisschen. Das wollen wir ja alle nicht. Ja, weil wir versuchen hier unser Bestes immer in Sachen Unterhaltung und so. Es gibt oft Situationen, da können wir es nicht unbedingt ganz so leisten und auch nicht für jeden unbedingt leisten oder so. Aber wisst es trotzdem zu schätzen. So, was nur mit Club? Was? Was? Also das Büro wird zwei haben sogar. Was? Das ist mir übrigens schon aufgefallen, ja, dass ein Negativeffekt von Kaffeesaufen ist halt tatsächlich, man muss furchtbar strullern. Ich weigere mich übrigens auch jetzt gerade auf Just Chatting umzustellen, weil ich gleich einfach das Spiel anmache und einfach weiterrede. Ja, muss jetzt wohl. Also im schlimmsten Fall muss die Thermoskanne ran. Nein, nee, keine Ahnung. Ich bin sehr oft am Hin- und Herpendeln auch in letzter Zeit, weil ich zu Hause aktuell auch einfach so ein paar Sachen noch mache, während hier Kram rendert oder was auch immer, weil mein Rechner ist einfach unbenutzbar zu der Zeit und ich muss den unbedingt neu aufsetzen. Von daher hält sich's noch in Grenzen. Entschuldigung, ich bin auf Kaffee. Nein, weiß ich nicht. Also, von daher geht's noch. Ja, nachts wird's dann halt schwierig. Vor allen Dingen, furchtbar ist es, ja, wenn du gedenkst, eine lange Aufnahme zu machen, ja, sagen wir so 3,5 Stunden, damit du eine Woche aufgenommen hast, ja, weil jeden Tag eine halbe Stunde ist summa summarum eine Woche, ja. Da wird's dann ab der Hälfte kritisch, weil dann sitzt du schon so da und redest immer noch. Hab ich hier schnell irgendwo einen Breakpoint? Schwierig. Ja, dann wird die Aufnahme halt mal kürzer. Furchtbar. Ja. Nun, das ist halt schon... Ja. Schwierig. Ja, aber es... ich hoffe ja, dass ich nicht mehr allzu lange hier drin bin. Also ich hoffe zwar noch, dass ich... Jetzt war ich gestrunken. Tschüss. Es gab Momente, da bin ich nach dem Stream sehr schnell gerannt. Da lief hier sogar noch Musik. Nein, ich hoffe tatsächlich, dass ich gar nicht mehr so lange hier drin bin, weil sich das andere dann in irgendeiner Form ergibt. Aber momentan glaube ich irgendwie nicht mehr so richtig dran, weil irgendwie zieht sich das alles so und jeder sagt was anderes und irgendwie... Keine Ahnung, wegen Baufirma und den ganzen anderen Bums. Ich. Und Depressions kicken und keine Ahnung was. Und irgendwas ist immer. Schwund ist immer. Corona-Geld ist jetzt auch noch nichts da. Man wartet da jetzt schon irgendwie sehr lange drauf. Duno. Weiß ich nicht. Also, ich meine. Ich habe auch noch eben zu meiner Mama gesagt, als wir am Schaufenster vorbeigelaufen sind, dass ich dich angehauen habe wegen Schaufenster hier Folie und so ein Krempel, ne?
Kaufhändler, genau. Dass ich da deswegen angehauen habe. Und wenn ich es halt in 3 Monaten wieder wegknibbeln muss, dann muss ich es halt in 3 Monaten wieder wegknibbeln. Aber, weißt du, ich halte das jetzt mittlerweile tatsächlich für eine wichtige Wichtigkeit. Ja, die, einfach so ein... Gibt doch jetzt hier die ganzen Neovaginas und... Entschuldigung, das sind voll die wichtigen Themen. Gibt doch jetzt hier diese Neovaginas und Neo-Kniepel, ja? Da, die machen da einfach einen Dunstfilter rein und dann... Da musst du halt irgendwann den Katalysator austauschen. Haube auf, Haube zu. Easy. Es gibt mittelfristige Folie. Wird die dann auf geringfügiger Basis bezahlt, oder? Also, weißt du, das Schöne ist, ich habe heute 2 Ausreden. A, Mel ist im Chat. B, ich habe Kaffee. Nee, weiß ich nicht. Nee, die hält dann nicht so dolle. Ja, das ist doch scheiße. Stell dir mal vor, da läuft jemand vorbei, ja, und dann denkt er sich so, also da gehe ich nicht rein. Da knippt, da geht ja schon die, da ist, da fehlt ja schon die Hälfte vom Logo. Halten eh schon alle für bescheuert. Ich habe die nie für bescheuert gehalten. Also, fragwürdig vielleicht, aber nicht für bescheuert. Aber halt auf meinem Niveau fragwürdig. Aber vielleicht auch auf meinem Niveau bescheuert. Ja, aber seitdem ich Misa kenne, weiß ich auch, dass du selbst für die Loot-Schublade zu klein bist. Zu groß bist, so rum. Nee, keine Ahnung, ich hätte halt einfach schon gern... Und sei es halt wirklich nur so ein... Wenn das das Schaufenster ist, hier, der Stream-Bereich. Nein, ich habe dich zu groß für eine Schublade genommen. Jetzt sind Schubladen ja grundsätzlich... Strand! Wenn das hier das Schaufenster ist, ja, dass da halt einfach irgendwie in der Mitte so eine Banderole oder sowas ist, ja, wo dann halt einfach dieses Monfloff Media Kreativ Büro für Print Video Web draufsteht, ne, weißt du, und dann gut ist, muss ja jetzt nichts Großes sein, ja, soll jetzt hier kein Picasso werden oder so, du sollst halt von draußen sehen, oh, guck mal, da ist ein Geschäft drin. So sieht's momentan halt eher aus wie so eine... Ein... Keine Ahnung, so ein thailändisches Pornofilm-Produktionsstudio mit lila Vorhängen. Ja, habe bewusst den falschen Ausdruck benutzt, ja. Wenn der OnlyFans gehabt hätte... How to be, ne? Boah. Ey, du hast bei Momo gestern... Dachte, das ist ein Aquarium. Das habe ich mir übrigens auch schon überlegt, ja, ob ich nicht einfach irgendwie so Wackelfolie mache, ja. Wenn du dran, je nachdem, von welcher Perspektive du drauf guckst, ja, ist das Bild anders, wie so ein Wackelbild, ja. Und dann sieht das so aus, als würden da Fische drin schwimmen. Und ganz unten am Rand ist dann irgendwie so ein Krabs, der dann immer so... In einem Zustand guckt er über den Rand unten und im anderen Zustand ist er weg. Weißt du? Dann hast du wenigstens was zu gucken. Aber ich bin hier nicht das Kinderwunderland. Ja, hier eben ein annähernd ernstzunehmendes Produktionsunternehmen. Mel, du hast gestern einfach die ganzen Anime-Bubis verpasst, ja? Und die ganzen schlechten Jokes. Und Lama-chan. So viele Lama-Gags habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Das war schon nice. Das war schon richtig nice. Ja. Selbst Möb dachte sich, oh boy. So, warte, lass mich mal ganz kurz hier was gucken. Just to be safe. Ja, Lama-chan. Lama-chan war schon sehr... Habe ich einen Nerd oder irgendwas verpasst? Oder hast du ihn jetzt einfach aus dem Lurk gecallt? Oder ist eine Chat-Nachricht nicht angekommen? Aha, hier. Guten Tag. Guten Abend, Alec. Hallo.
Glaub mir, wenn mich deine Kommentare je stören würden, dann würde ich es dir sagen. Ich kam übrigens nicht mehr dazu, dir zu antworten, bevor der Stream am Stissel war hier. Ja, Alex hat geschrieben, ach so. Hä? Okay. Hat er wirklich? Oh, tatsächlich. Warum steht das in meinem Chat nicht drin? Lustig, da unten? Da unten im Overlay steht's, aber hier im Chatty steht die erste Nachricht nicht. Sonst hätte ich natürlich Hallo gesagt, namens Alex. Merkt sich entweder Spaß, aber mich verkriechen am Wochenende. Warum? Und das denn? Wieso das denn? Hä? Wieso das denn? Bitte dich. So. Krabben sind reserviert für Momo, gell? Also fangen wir so gar nicht an. Komm, ich bringe mal meine Tasse noch um die Hälfte, auf die Hälfte und dann fangen wir an oder so. Ich habe mir überlegt, wie gesagt, heute machen wir so ein bisschen Krempel. Den habe ich im Let's Play halt bis zu einer gewissen Stelle gemacht und werde den wahrscheinlich auch nicht weitermachen. Also machen wir den heute, glaube ich, so ein bisschen. Das ist dann eine Art Bonus-Content oder so für die Menschen, die wissen, dass ich hier bei der Crew streame und andere Dinge tue. Oder so. Mel, du hast gestern, glaube ich, echt gefehlt in dem Stream. Also bei Momo. Du hast da echt gefehlt, glaube ich. Ja. Ah ja, und wäre ganz schön, ja, wenn noch mehr Menschen Momo sagen würden, dass ihr Charakter, also das Model von gestern sehr, sehr hübsch war. Ich bin ungehalten über die Situation, ja, dass sie das gelöscht hat. Bin sehr ungehalten. Okay, warum verkriechst du dich jetzt? Muss ich jetzt übrigens meinen Streamchat offen haben in der Furcht, dass mir Nachrichten hier abhanden kommen? Oder wie ist das? Oder hatte nur Alex das Glück, den Moment zu erwischen? Ich habe übrigens, ganz kurz zu erwähnen, ich habe bei Bo, ja, wir haben ein bisschen an seinem Soundbot, der irgendwie jetzt schon mehr als ein Soundbot ist, rumgedoktert für Freitag. Leute, ihr wollt, also ich weiß, es ist geil, was hier am Freitag passiert, ja, ich weiß, es ist geil. Oh, ich muss noch Assets fertig machen. Ich weiß, es ist geil, was hier am Freitag passiert, ja. Ach so, das, ja, das, ja, vielleicht solltest du das gucken. Empfehle ich. Hol das nach, glaube ich wirklich. Hol das nach. Das sind mir übrigens immer die liebsten Leute, ja? Die Nachrichten schreiben mit liebe Grüße drunter. Kennt ihr die? Die sind furchtbar. Ich meine, wo es offensichtlich ist, ja? Wer das ist, ja? Das ist wie liebe Grüße Mama. Das ist furchtbar. Ich habe mich gerade dran erinnert, ja? Mit diesem MFG drunter. Vor allen Dingen in irgendwelchen Messengern, wo es eh klar ist, wo dann halt oben im Chatfenster sowas schon steht wie Hans Eckart Eckart oder so. Ja, wo klar ist, wer das ist. Ja, liebe Grüße. Echt eine vergangene MFG. Ja, sowas. Kann man halt mal machen. Ja. Ist mir aber in letzter Zeit aufgefallen, auch ich sehe vermehrt auf meiner Timeline halt so Enrage-Postings, oder Rants viel eher, über halt total mischugge Stream-Zuschauer, die ein sehr fragwürdiges Mitteilungsbedürfnis haben, ja, was schon weit über Schniepelbilder hinausgeht. Also für mich persönlich geht das weit über Schniepelbilder hinaus.
die sich dann so mitteilen wollen und sich dann fragen, warum sie einen Bann kassieren und so. Ich meine, ich bin ja grundsätzlich, ja, ein toleranter Mensch, ja. Hier kann ja jeder reinkommen und Dinge sagen, wie er lustig ist und so, ja. Irgendwann denke ich mir dann halt so, ja gut, jetzt vielleicht Schluss. Aber ansonsten, es gibt Leute, die auch selbst diesen Bogen irgendwie schaffen, in zwei Nachrichten zu überspannen. Ja Mensch, da hast du ja gestern auch was verpasst bei Momo Simon. Zumal ich heute Morgen auch versuch den Stuhlclip anzuschauen. Ich bin verstanden nicht weitergekommen. Hey, das mit dem Stuhl, ja. Das ist, weißt du, das mit dem Stuhl, das ist jetzt so eine richtige In-Group-Story, ja. Wenn du nicht dabei warst, dann verstehst du nicht, warum das so lustig war. Weißt du, den siehst du im Clip und denkst dir halt einfach so, ja, Momo halt, ne. Aber wenn du dabei warst, ja, das war einfach die beste Situationskomik. Die beste Situationskomik. Ja? Weil Möps sich darüber amüsiert hat, wie Momo versucht hat, also wie Momo auf dem Stuhl vorgerobbt ist, ja? Ich mich gefragt habe, hat der Stuhl versucht, Momo zu fressen und wir uns halt einfach alle im Chat weggepisst haben. Einfach nur über dieses... und weg war sie. War halt schon schön, so. Leute, es wird der Tag kommen, an dem ich wahrscheinlich irgendwann wirklich Genshin öffne. Ja, einfach nur wegen Barbara. Aber das wird dann wahrscheinlich wie bei Final Fantasy 14. Ja, das wird dann so... Yo. Barbara. Hab ich dann? Hab Barbara Sachen konsumiert? Klick zu. Final Fantasy 14 ist einloggen, Haus retten, in allen Klamotten ein bisschen rumrennen. Oh, nicht schon wieder. Wollte ich sagen, ja, und bei Final Fantasy 14, ja, reingehen, Haus retten, Klamotten anziehen und rumposen und dann wieder ausloggen. In etwa so läuft das dann. Wo ist denn mein Dashboard? Ich muss im Dashboard mal gerade nachverfolgen, ob mir da Dinge angezeigt werden, weil in meinem OBS sehe ich auch heute wieder nichts. Warum ist dies so? Das wird gleich laut wahrscheinlich. So. Laut Dashboard habe ich nicht mal eine Stream-Bitrate. Was passiert da? Man weiß es nicht. Ich mache einfach lustige Gesichter für euch und ihr könnt hübsche Screenshots davon machen. Ich habe keine Ahnung. Was soll das denn? Was ist eigentlich mit meinen Haaren los? Warum sind die so Thomas Gottschalk-fluffig heute? Anscheinend läuft's wieder. Hey Sam. Ist lange Zeit her, dass deine Leiter an mein Fenster knallte. Nee, der war schon auch bei mir irgendwie. Jetzt ist es wieder. Was ist das denn? Nee, ist es nicht, tatsächlich. Weil sagen wir es mal so, selbst die 6000, da ist noch sehr, sehr viel nach oben und ich habe in weiser Voraussicht heute vorab einen Speedtest gemacht, um zu gucken, ob es funktioniert. OBS knallt mit 6000 raus. Ich weiß nicht, was passiert.
Ach so, das letzte Mal übrigens, als ich den Router neu gestartet habe, ja, war ich für 6 Stunden offline. Deshalb machen wir das heute nicht. Aber ich schicke euch ganz kurz mal in die Break. Ich guck mal, ob ich Dinge tun kann. Bis gleich. Ach so, sollte vielleicht umstellen, dass ihr eine Break seht. Was ist denn mein Node? Oh, freaking hell, Vodafone. Sekunde, gleich wieder für euch da. So, jetzt. Kann ich hier gar nicht, Simon. Kann ich hier gar nicht. Da ist der Witz dran. So. Chillt mal, ja. Ich war nicht muted, ihr habt mich nur nicht gehört. Hallöchen Kima, hallo, hallo. Was hier los ist, ich bin auf Kaffee. Und, was hier sonst noch los ist, ja, wir reden über Dinge. Und wir spielen gleich, Rentner-Card. So. Sind wir flüssig? Also ich meine, wir waren es mal, als noch bevor wir Kinder waren, aber sind wir flüssig. Ich hab meine traurige. Was? Oh, jetzt, wo du es übrigens gerade sagst, ne? Was Grünes da? Oh ja, ich hab den Key noch an. Ups. Ich meine, ich habe das Portal zu Kermit noch an. Hätte ich vielleicht. Warum ist die denn traurig, Melandria? Warum ist sie denn so traurig? Was hast du ihr angetan? Nee, was wollte ich eigentlich sagen, bevor die die lustigen Probleme hier aufgetaucht sind mit Ruckelstream und so. Weiß ich vermutlich Weltschmerz. Das ist schon das belastend auch. Ja. Das ist wirklich belastend. Ist Weltenschmerz nicht der Angriff von Anima? Aus Final Fantasy X? Heißt es nicht Weltenschmerz? Einer seiner Angriffe? Ja, tatsächlich, siehst du, an irgendwas erinnere ich mich noch. Ich habe da wirklich ernsthaft angefangen, drüber nachzudenken, nachdem ich ja von Maped ein Command gekriegt habe mit einer falschen Schreibweise meines Namens. Und lustigerweise machen diesen Fehler Fehler viele, ja, das zu drehen. Was ist denn heute schon wieder so? Man merkt halt wirklich die 2 Stunden Schlaf. Man merkt sie wirklich und den Kaffee. So, komm, wir quatschen drüben weiter. Pass auf, das bricht jetzt auch auseinander. Ja, okay. Fehler viele, ja. Ich muss übrigens noch ach ja, stimmt, ich habe über Bo geredet. Ja, wir haben ne, Bo's Soundbot, ne? Der jetzt kein Soundbot mehr ist, ja? Den haben wir ja liebevoll. Ja, Gameplay, ich weiß, Entschuldigung, nach einer Stunde, das ist ein bisschen zu früh. Ich weiß, das seid ihr von Mel anderes gewohnt. Und genau das, ja, was ich sagen würde, wenn ihr am Freitag, ja, das wollte ich ursprünglich sagen, wir haben da an diesem Soundbot rumgebastelt, der kein Sound, wirklicher Soundbot mehr ist, ja, weil der jetzt viel mehr kann und so. Und und wir haben, Mel weiß schon, was euch am Freitag so indirekt erwartet, ja? Wow, wow, wow. Was euch da so indirekt schon erwartet, es wird geil. Ja, und ihr könnt da halt auch Dinge über den Chat triggern, allerdings nur, wenn ihr im Chat teilnehmt, weil ihr als Chat seid russisch Roulette.
Das ist mega geil, was wir uns da überlegt haben. Das ist mega geil. Freitag ist auf Bos Kanal, ja, S-O Bofrost. Auf diesem Kanal am Freitag, ich habe vergessen, wann er anfängt. Auf diesem Kanal da geht Bos 300 Follower Special an Start, wo er einen Speedrun zu Ocarina of Time macht, ohne dass er den Z-Button benutzen darf. Sollte es doch passieren, kommt eine güldene Animation, Schande über ihn, ja, und er muss dann eine Bohne mit einem sehr ekligen Inhalt essen und es wird furchtbar. Irgendwas mit 4 Uhr CET. Ah, okay. Ja, pass auf, das ist ja der Gag dran. Bei Speedrun kannst du ohne ZE vergessen. Das wird also praktisch ein super casual Slowrun. Mit Bohnen fressen. Ja, Bohne, ja. Das interessiert ihn nicht, die Bohne dann. Und ja, und wir haben uns da halt was überlegt und wir dachten uns da halt tatsächlich, ja, was passiert denn jetzt, wenn dieser verkackte Streber das tatsächlich schafft, ohne dass er einmal Z drückt? Ja. Sein Lieblingssong ist auch übrigens Bohemian Rhapsody. Ich komm noch mal rein. Also ihr als Chat seid dann russisch Roulette praktisch, weil jede Chat-Nachricht kann... Okay, ich glaube, nein, bleib hier. Bleib bitte hier. Jede Chat-Nachricht... Oh, wow. Jede Chat-Nachricht kann sozusagen ihm die Kugel geben. Denn im Hintergrund triggert jede Chat-Nachricht einen Zufallsgenerator. Der hat natürlich einen Cooldown, aber wir wissen, dass selbst der wird zufällig bestimmt. Und dann geht auch diese Animation los und er muss auch eine Bohne essen. Ja, das heißt, er kommt nicht drum rum. Er kommt nicht drum rum. Er darf diese ganze Scheiße fressen. Warum weiß ich das? Weil ich das so wollte. Gesagt, ohne das, ohne mich. Ja, deshalb mache ich hier schon, ne? Ein Burrito. Boah, den Gag hebst du dir bitte für den Backerbash auf, falls er irgendwo in der Ecke liegt und schläft. Ja, dann rollen wir ihn in eine Decke ein und machen ein Burrito draus. Ja, also, wir experimentieren da also am Freitag komische Dinge, ja. Das wird richtig, richtig geil, ja, Bohnen mit Hundefuttergeschmack, mit Popelgeschmack, mit abgestandenem Sperma, ich habe keine Ahnung, was da alles dabei ist, ja, guckt euch den widerlichen Kram halt an, so. Das wird spannend. Was? Ja, also es wird schon spannend. Also ich weiß auch nicht, warum ich so hyped drauf bin. Auf der anderen Seite finde ich das voll traurig, dass halt hier auch richtig geile Streams passieren an dem Tag. Ja. Mel, ich muss noch deine Assets machen. Erinnere mich bitte nach dem Stream dran. Sonst haben wir eventuell ein Problem. So, pass mal auf. Wir machen jetzt ganz kurz hier Dinge. Hey, du bist das Sumeringer Naoki, oder? Du bist Hamauchi, der Megashira im dritten Rang. Oh. Weil ich habe schon wieder vergessen, achso, Beyond. Ganz genau, und hey, deine Leistung im Kerberos Cup. Ich muss sagen, du warst echt nicht schlecht. Weil wir fahren gleich Kart, dann kann ich eh wieder quatschen. Aber die doppelköpfige Bombe, ja, das kann eine Niederlage nicht stehen lassen. Unser Stolz steht auf dem Spiel. Fordere uns nochmal heraus. Ich verspreche, wir verlieren nicht. Ach, ihr wollt eine Revanche, hm? Da habe ich nichts dagegen. Aber warum glaubt ihr, dass es diesmal anders läuft? Wir trainieren fleißig und werden jeden Tag besser. Reicht das nicht? Alles gut. Dann trete ich gegen euch an. Aber gebt nicht plötzlich eine halbe Strecke auf, okay? Noch nicht so arrogant, Neuling. Du bist also startklar, ja? Ich bin sowas von startklar. Moment. Ja, dann mal los.
mach dich auf was gefasst. Die doppelköpfige Bombe sprengt dich nämlich von der Strecke. Genau. Ja, also immer wenn der Z-Button gedrückt wird. Achso, ich sollte vielleicht erklären, wofür der Z-Button gedacht ist, ja. Der Z-Button in Ocarina of Time richtet die Kamera einmal aus, also praktisch einmal hinter Link die ganze Zeit. Und mit Z visierst du an, was Lord Jabu Jabu halt ultra schwer macht, weil du den Endgegner, also Barry Nate, nicht anvisieren kannst. Du musst also manuell mit dem Bogen zielen, genauso wie die Tentakel und so ein Krempel. Ja, bei Tentakel hatte ich euch, ich weiß. Das wird ultra, ultra dumm. Ja, wenn selbst andere Speedrunner sagen, bist du bekloppt. Ich will das sehen. So. Habe ich eigentlich annähernd irgendwelche hübschen Grafiken von dir da schon gekriegt? Ich will gleich nochmal in der Programmplanung. Weil ich habe ja dann gestern irgendwie so ganz schnell für Jan eben mal noch Ori 2 und Darksiders 2 fertig gemacht, weil er dachte, er müsste das mal erwähnen. Oh. Darüber zwei Seelen. Hab ein bisschen gebraucht. So, pass mal auf. Ey, ich sag nur, dass... ich hab zu Bo gemeint, dass... Man soll aufpassen, dass das... Ach so. Aufpassen, dass es nicht mitkriegt. Warte. Ich würde übrigens sehr, sehr gerne... Ihr wisst, ich stehe ja total drauf, andere zu unterstützen. Ja, also lassen wir meine eigenen Leiden mal weg. Aber, ja, das, was Simon sagt, ja, lass mal meine Leiden mal eben ganz kurz weg, ja. Ich hätte halt echt schon, Bo hat versprochen, dass wenn er seine Emote-Slots erreicht, also die 35, wir haben da schon ein bisschen vorgearbeitet, ja. Wir haben schon 20 von 35 zusammengekriegt. Ich habe nur Tentakel gehört. Das war auch das Wichtigste, was du hören solltest. Wir haben schon 20 zusammengekriegt, ja. Das war eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Hide und mir. Es fehlen also noch 15. Dann hat dieser komische Bo versprochen, ja, er macht blindfolded die Child Dungeons, also die ersten drei Dungeons des Spiels, bis zu dem Punkt, wo man erwachsen wird, ne, also bis zur Ocarina. Als, routinierter Speedrunner. Also er übt das dann wirklich, ja. Und ich habe den Drang, ihn halt wirklich dann neben diesen SM64 Speedrunner zu setzen, der beim GDQ war, den ich übrigens schon indirekt unter der Hand angefragt habe, ob er nicht Bock hat für die Gamescom, wenn sie denn stattfindet. Ich würde die gerne nebeneinander setzen. Und ich hätte wirklich sehr, sehr gerne, ja, dass sie dieses Goal voll kriegen, damit er das macht, ja. Anders kriege ich den da nicht reingequatscht. Er hat zu mir gesagt, ich mach das nur dann. Aktuell haben wir nur den Dekubaum und das sehe ich nicht ein, ja. Und wenn ich halt selber die letzten 15 voll machen muss, dann ist das halt so. Aber wenn ihr Bock habt, lasst uns beim Special da halt einfach mal was droppen, dass er vollkommen damit überfordert ist. Der kennt das nämlich gar nicht. Der kennt das wirklich nicht, ja. Was in letzter Zeit bei ihm da drüben abgeht, ich freue mich richtig für ihn, ja. Ich freue mich wirklich für ihn. Ich würde ihn da gerne zumindest so einen Schubser geben. Ja, also es wäre mir eine äußerste Freude, wenn ihr das mit mir unterstützen könntet. Wenn nicht, dann ist halt so. Und wenn ihr nicht könnt, dann sowieso nicht, bitte, um Gottes Willen. Ja, also ist jetzt keiner hier direkt unter den Teppich gekehrt. So, habe ich meinen Sellout erledigt? Also ich habe auf jeden Fall eingerechnet, dass ich ihm 5 nochmal hinschmeiße. Das ist das Letzte, was ich auf meinem PayPal-Konto habe und dann ist vorbei. So, wir haben ja so ein bisschen Geld, ne? Ich habe übrigens keine Ahnung, welches Card wahrscheinlich so das Beste ist. Ich würde sagen, das, was mehr Speed hat. Du. Oder so ähnlich. Seit wann ist ihr Booty denn thick, Miss Mehl? Ich weiß, dass sie hübsch wohlgeformte Schenkel haben, aber auf ihren Butt habe ich noch nicht so sehr geachtet. Ich wünsche ihnen dennoch sehr viel Spaß. Und ich fühle mich wie eine Schande, dass ich Ring Fit noch nicht
wirklich entjungfern konnte. Was mehr daran liegt, dass ich die Switch momentan gar nicht angekabelt habe. Das ist doof. Der war schon immer... Nein. Nein. Ja, ich muss aufholen. Muss aufholen, ja. Übrigens, meine Damen und Herren, Grüße gehen raus an Robin. Ich habe heute einen Key für ein Spiel bekommen, ja, wo der Hauptcharakter sehr hübsche Schenkel hat. Den hast du dann aber gut versteckt in deinem Ari-Cosplay dann, also weil du mir das gezeigt hast. So, Rennbeginn, komm, wir machen mal jetzt hier, sonst kriege ich noch hier ins Gesicht mit, ne? Mit, ja, hat dein Stream auch Content. Erstmal direkt weggebannt. Dann könnt ihr mal sehen, wie scheiße ich gerade war. Also, wenn ihr das noch nicht im Let's Play gesehen habt. Aber wenn ich ihn trotzdem sagen darf, dann sieht ihr Hintern doch sehr hübschig aus. Wenn ich das so sagen darf. Oh, es ist neblig. Ich habe vergessen, wie das Spiel funktioniert. Ich rate einfach. Ach so, hier sehe ich's. Beschleunigen, sprinten. Nee, driften. Driften und springen, ja. Sprinten, ja, weiß klar. Wer bremst, verliert. Schweine. Oh Gott. Er hat nicht gedriftet. Hast du mein Leben? Also im Let's Play kannte ich die Strecken wenigstens noch. Das ist jetzt schon wieder 2 Wochen her. I feel sorry. Jetzt kommt hier, glaube ich, irgendwann die Kurve. Nicht mir lohnen. Henna. Ich muss mich nur wieder einfahren. Gib mir mal die Zeit. Was? Schweine. Also eventuell verliere ich die Runde. Dann spiele ich sie halt nochmal. Ach ja, es geht in die Richtung. Ja, okay, das können wir jetzt eh vergessen. Hallo? Ich zitiere mich im Let's Play mit gegen die Wand fahren. Das ist einfach viel zu lange her. Lasst mich einfahren. Lasst mich einfahren. Oh, verdammt, hey. Ich sollte auch einfach die Turbo-Pads erwischen. Das wäre halt ganz gut. Das ist egal. Ja, okay. Ich übe nebenbei Mario Kart und fahre auch nicht besser. Ja, ich kenne die Strecke halt nicht. Zum Bash bauen wir dann ein Fahrsimulator, habe ich gehört, mit Lenkrad. Ach so, stimmt, du hast ja jetzt ein Lenkrad. Oh, Eurobeat. Oh ja, verdammt, habe ich nicht vorbereitet.
Damn! Ah, oh, hätte ich mal dran denken können. Ja, wie spielt sich das denn so mit Lenkrad? Ich hab dich da ja nur so ganz gemütlich rumfahren sehen mit deinem Booster. Scheiße, so war das nicht geplant. Müsste mich nicht mal anstrengen. Oh. Ja, letztes Mal warst du viel schneller. Hast du etwa gedacht, du könntest es locker angehen, gewinnst trotzdem? Nein, gar nicht. Ich war nur nicht ich selbst. Dann reiß dich zusammen. Wir nehmen die Sache ernst. Alles klar, Moment. Scheiße, vielleicht sollte ich mir die Strecke mal ansehen oder das Kart verbessern. Jedenfalls muss ich nächstes Mal gewinnen. Ja, das sollten wir hoffentlich. Voll gut, macht Bock. Was hat das denn gekostet? Achso, darfst du das überhaupt sagen, was das gekostet hat? Bisher ist es noch, wenn es rappelt. Das kann ich mir nicht leisten. Ey, der Fahrsimulator, den die bei uns haben. Wo wir sie da sitzen jetzt. Der Fahrsimulator, den wir in der Fahrschule haben, der ist richtig geil. Da machen sie, da haben sie, bevor der ganze Corona-Scheiß angefangen hat, bevor der ganze Corona-Scheiß angefangen hat, haben sie ja jeden zweiten Samstag haben sie da Rennen gemacht und Fahrstunden gespielt. Mein erstes 230. Achso, gebraucht halt. Ich habe halt ewig überlegt, mir sowas zu organisieren. Einfach, weil ich habe früher sehr, sehr gerne Gran Turismo gespielt. Da war ich echt gut drin. Da war ich wirklich gut drin. Und ich wollte immer mal wissen, wie das ist, dann halt mit Lenkrad zu fahren und so. Also. Lenkrad, Pedal und Gangschaltung. Ach, Gangschaltung auch noch. Ja, geil. Wolltest du nicht Sport machen? Bist du immer noch hier? Hier gab es jetzt dazu. Nice, muss mir mal das Modell schicken. Würde mich mal einfach interessieren. Nein! Wie den Scheiß nicht. Nein, ich vergesse immer, dass da eine Rechtskurve kommt. Damn it, Alter. Nein, ach Gott, ey. Arschföhn, blöder. Das war wieder zu weit. Da habe ich das Driften noch nicht raus in der Kurve. Hier geht's mittlerweile. Damit. Oh Gott. Leave me alone. Nein, ich hätte die Rakete vor. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Viel Spaß beim Sport. Tut dir nicht weh.
Boah. Was auch geil, ja, ich lese gerade schon, ja, Dirt ist halt ziemlich geil damit. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war Dirt. Also, das ist doch das Rallye-Spiel, oder? Oder nee, halt. Oder war das V-Rallye? Jedenfalls auf dem Fahrsimulator haben sie da auch irgendwie ein Rallye oder irgendein anderes Rennspiel noch drauf, womit die das halt, womit die das halt dann irgendwie gemacht haben oder so. Also, es bockt schon, glaube ich. Ja, so läuft der Hase. Unmöglich. Unsere Angriffe waren wirkungslos. Tja, ich dachte beim letzten Mal, das wäre nur Anfängerglück. Aber du hast wirklich was drauf. Du bist gut. Okay, dann heißt es wohl wieder trainieren. Alles von vorn. Okay, du bist eindeutig kein Anfänger mehr. Aber jetzt treten wir als Rivalen gegeneinander an. Klingt gut. Und nächstes Mal verliere ich auch nicht. Sie meinen es wohl wirklich ernst genug, um eine Revanche zu fordern. Darf das nicht zu locker sehen. Jetzt habe ich alle Daten, die ich brauche. Ich freue mich schon auf unser Rennen, Ichiban Kasuga. Weil das habe ich zum Beispiel nicht im Let's Play gemacht. Rumble Crasher Card jetzt verfügbar. Was? Weil das habe ich zum Beispiel nicht im Let's Play gemacht. Und jetzt machen wir halt hier diese Rivalenrennen und so. Kommt euch doch hoffentlich entgegen. Gute. Alles klar, gib Stoff. Oh boy, was ist das denn für ein Monster? Überlegenes, wuchtiges Kart mit extrem hoher Integrität. Probieren wir mal aus, oder? Ja, wir haben ja noch ein bisschen Kohle. Und Beschleunigung ist aber scheiße von dem Ding. Grand Prix. Ja, dann fahren wir mal den Pegasus Cup. Rennen beginnen. Yes. Und dann widmen wir uns zwischendurch nochmal Karaoke. Ja, deshalb ist Simon ja auch hier. Ja, geht hier nur ums Karaoke. Es interessiert uns einfach gar nicht, dass Nanba abgehauen ist, ja. Den Penner hat eh niemand gebraucht. Oha. Tricky Bounce. Ich weiß übrigens nicht mal, ob es hier so einen Turbostart... Wow. Ob es hier so einen Turbostart gibt. Und wenn, dann wie er funktioniert. Wow. Mag es, wie er Wu schreit. Shit. Wow. Yeah.
Das Ding hat aber auch einen Wendekreis wie ein Lastkraftwagen. Wir wollen es hier nicht von Bunny Girl überholen lassen. Das geht ja mal gar nicht. Ah. Vergessen wir, dass er in Rechtskurve kommt. Ich könnte auch einfach auf die Minimap gucken. Das wäre aber zu einfach. Shit. Kaka, okay. Alter, ist das für Amateure? Ja, gell, das Bremsen ist auch Quatsch. Bremsen ist Quatsch. Also finde ich jetzt persönlich. Ich bin übrigens hochgradig fasziniert von der Tatsache, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, von der Woche oder so? Wann habe ich denn gepostet, dass ich 500 Views erreicht habe? Es fühlt sich an, als wäre es eine Woche her gewesen. Wir sind jetzt irgendwie kurz vor den 600 und irgendwie sind es auf einmal 30 Abonnenten und ich weiß nicht warum. Ich meine, ich freue mich darüber wirklich. Was passiert da? Ach ja, stimmt. Sollte ich vielleicht, Jesus. Warum musste das sein? Nein. Okay, jetzt habe ich die Strecke einmal gesehen, jetzt muss ich das drauf haben. Oh. Da kam noch gar nicht diese eine Kurve, die einmal rumgeht. Und was mir auch aufgefallen ist, von dem Kart ist das Handling im Boost furchtbar. Ich glaube, wenn du dieses Spiel Greeny in die Hand gibst, der macht erstmal wieder eine Wissenschaft raus. Oh. Wir dürfen jetzt beim nächsten Mal noch Zweiter werden, ansonsten verlieren wir. Das wäre nicht gut. Das wollen wir nicht. Letzte Strecke, Explosion Boulevard. Oh Gott. Oh Gott. Das Musical.
Nein! Gott! Kannst du dich, da kannst du dich aber auch nicht wehren dann. Und da einmal reingerätst. Was passiert eigentlich, wenn ich die jetzt abschieße? Was? Die Fässer explodieren nicht mal. Ist ja doof. Oh Gott! Also so scheiße habe ich die Strecke im Let's Play auch nicht gefahren. Aber es ist eine neue Erfahrung hier. Vielleicht fühle ich mich hier mehr beobachtet. Das könnte die Lösung auf meine Aussage sein. Jesus. Ah, fucking hell. Oh Gott. Oha, den beinahe noch überrundet. Explosion wurde mal Happy Megumin Face. Ja, das stimmt wohl, ja. Sie würde sich da freuen. Explosion! Ich bin zwar halt so ein bisschen mehr Team Aqua, aber... Ich gönne ja auch Megumin was, so ist es ja nicht. Ne? Boom! Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sind die Ladies ein bisschen auf uns sauer. Ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen erst wieder weggehen, um das zu triggern. Wer ist denn der Dude? Das wäre eine tolle Leistung, Ichiban Kasuga-san. Oh. Oh nein, dieses Text-Advance wieder. Guck, ich mach nix. Ey, du bist doch dieser Händler, oder? Suguru. Einer von den Driftmusketieren. Naja, Vorführeffekt. Jetzt passiert wieder nix, weißt du? Ich bin beeindruckt, wie viel du weißt. In meiner Welt sind Informationen die ultimative Ressource. Ich habe daher genügend Daten gesammelt, um jeden deiner Schritte vorherzusagen. In Kombination mit einer Streckenanalyse habe ich dein Fahrstil damit perfekt entschlüsselt und gespeichert. Ach was. Ja, Arbeit, Liebe, Motorsport, Wetter, es gibt nichts, was Daten nicht lösen können. Wobei man die Daten natürlich auf sinnvolle Weise zusammenstellen und lesen muss. Ohne analytischen Stand sind sie nur wertlose Zahlen und Buchstaben. Aber ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich war dem Phoenix Cup auf dich. Obwohl ich das Ergebnis schon kenne. Simple Datenanalyse. Was bildet der Typ sich eigentlich ein? Kannst analysieren, so viel du willst. Das hilft dir im Eifer des Gefechts nichts. Das sind wie Leute, die im Kopf den Bremsweg berechnen. Und ich hole mir den Phoenix Cup, um es zu beweisen. Phoenix Cup freigeschaltet.
So, dann gehe ich jetzt schwer davon aus, dass wir jetzt halt trotzdem irgendwie wieder kartenmäßig was triggern, wenn wir wieder dahin kommen. Also nehme ich jetzt mal an. Weil irgendwie ist die Substory mit den anderen da getriggert worden, als wir dahin wieder zurückgekehrt sind. Dann würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Ja. Damit wir erstmal so ein bisschen die Gemüter hier befriedigen. Und wir müssen ja auch nochmal nach dem Pflänzchen gucken. Das ist ja auch ganz wichtig. Oha. Hier wieder passiert. Ich weiß zwar nicht hundertprozentig, was mir Mel per PM sagen möchte, aber hey. Babidababaraba. Oh, hi. Es muss mehr Pflanztöpfe geben. Kartoffel. Kada, okay. Ja, ich hätte mir vielleicht... Ach nein, ich hätte mir gerade an den Trucks eventuell ein paar Samen holen sollen. Auch ist das jetzt doof. Ja, dann pflanzen wir Tomaten, komm. Nein, wollen wir nicht. Ich habe übrigens gehört, der Like a Dragon Speedrun, der ist unter 4 Stunden angekommen. Nee, keiner braucht einen Anbau. Ich finde es halt trotzdem cool, dass sie halt jetzt da drüben sitzen, sonst shakern sie an der Bar rum oder so, die zwei. So. Ach, wir können doch jetzt eh nicht Bakamitai machen, weil Nanba nicht da ist. Ja, RIP. Tja, dann müssen wir halt Like a Butterfly machen. In der Version halt einfach bester Song, sorry. Oh. Oh nein. Bin wieder an das Monitor-Delay vom Schreibtisch gewöhnt. Den Soundtrack dafür. Erwähnt ihr schon, dass Eri Katamaki halt auch wirklich aussieht wie Eri Katamaki? Oh.
Ach komm. Butterfly, fly high like a beautiful butterfly. Du bist ja nicht mehr aus dem Prolog raus. I don't know, frag Froop McGuffin, wie er das macht. Oh, er heißt ja nicht mehr Froop McGuffin, sondern einfach nur noch Froop. Ja, komm, einen haben wir noch. Komm, dann müssen wir den Vanessa Carlton Song müssen wir halt auch noch machen. Hey, ohne Scheiß, Kazuga ist einfach so geil in dem Song. Und natürlich Best Girl, ne? Also, zumindest ist bisher sonst kein anderes Girl außer Sayako am Start. Also, wer weiß, was da noch alles kommt. Ich weiß es ja nicht, ich bin halt auch erst... Wir sind jetzt gerade so gesehen auf dem Let's Play-Zustand, ja? Kapitel 9, mehr ist da halt auch nicht. Ja, hier denn. Nee, ist sie Vanessa Cold oder Vanessa Miles? Nee, sie hieß Vanessa Cold und der Song hieß 1000 Miles, so. Achso, Hide, wegen PM gerade. Wenn wir es wissen, ist das easy. Ich weiß halt nicht mehr, wann wir unsere Sub-Aktion gemacht hatten. Und wie ich es gesagt habe, ich habe tatsächlich gestern Nacht sehr, sehr viel über diese Story mit Kaede nachgedacht. Liebes Sega-Team, ja, ihr scheißt uns mit DLCs zu diesem Spiel zu. Könnten wir nicht vielleicht mehr Karaoke-Songs haben, bitte? Und wenn ihr die halt alle nochmal ins Studio holt, ist mir egal. Ich liebe halt wirklich diese Friendship-esken Szenen in der Bar. Ich finde das einfach voll cool. Dafür, dass das halt mal wirklich ein April-Scherz war, dieses Spiel, haben sie halt echt was draus gemacht. Also, zum jetzigen Stand würde ich mich tatsächlich wirklich über einen zweiten Teil freuen. Stimmt, jetzt wo du das sagst. Stimmt. Ja. Klar macht er das Falsche. Er ist Speedrunner. Er hat in seinem Leben noch nie was richtig gemacht. Oder so. Das ist so gut. Ich finde das auch cool, dass dann halt Karaoke singen halt einfach deine Bindung stärkt. Ey, was hier geht das mal gerade gar nicht an. Sorry. Das ist heute Mittwoch. Okay, also brauchen wir gar nicht Friday Night irgendwie laufen zu lassen. Gibt's hier eigentlich den Butterfly-Song? Gibt's den hier vielleicht auch drin? In der... Ah ne, das würde ja Eri spoilern, oder? War das der Ukulele-Song? Wieder willst du denn Sven unbedingt haben? Oh, verdammt, Mann. Also mein Plan ist übrigens, auch wenn ich wenig geschlafen habe letzte Nacht, die Nacht halt ordentlich aufzunehmen, weil ich muss meinen Rechner neu machen. Ich merke es wirklich, wie furchtbar das langsam ist. Ich will heute durchpowern, morgen durchpowern, Endcards aufnehmen, gucken, wie viel zusammenkommt. Vielleicht werde ich ja mit dem Spiel fertig, weil ich habe eine fucking Review-Copy für Riser 2 auf meinem Tisch liegen. Ich muss gucken, dass ich die verarbeite.
Und ich will Ishin. Meinetwegen können sie erstmal Ishin. Ja, das... Hey, Luan-chan. Na. Du magst doch Rosen, oder? So. Ja, die sind einfach so romantisch. Ich habe gerade keinen Rosenstrauß. Nein! Entweder bringe ich den Barkeeper dazu, mir das herzustellen, oder ich suche einen Laden, der es anbietet. Damn it! Ja, ja, viel Spaß im Lurk. Was war denn dann der Ukulele-Song aus Yakuza 6? Mit dem... Da gab's doch so viele GIFs draus. Was war das denn für ein Song? Komm ich gerade nicht drauf. Komm ich gerade echt nicht drauf. Da ba ba da ba ba. Taxi. Ja doch. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Wir haben ja nur noch 9 Millionen Geld. Das geht ja gar nicht. Wir brauchen noch mehr für die Werkstatt. Fällt mir da wieder ein. Gott, jetzt machst du mir aber echt Angst. Wenn da Dinge kommen, wo ich es dann unbedingt haben will, dann... Was geht denn hier für ein Gig? Ne, da gehen wir mal drum rum. Furchtbar. Ich meine, angeblich sollen ja noch wahrscheinlich irgendwelche Charaktere dazukommen. Ich kann mir halt nur noch nicht vorstellen, wer und wie und was und... Kann es noch besser werden als jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, hallo, sexy Hintern. Warte, Ichiban-kun. Aichan. Oh, hey, Rocket Girls, was geht ab? Ich glaube, ich muss mal eine DM an Foul Veins schicken. Ich glaube, sie hat Aichan nicht auf dem Schirm. Bei den ganzen Loots. Ich mach's kurz und schmerzlos. Wir wollen eine Revanche gegen dich. Ja, was gibt schon einige Zeit zum Nachdenken, nachdem du den Pegasus Cup geschlagen hast. Das alles, das wollte ich implizieren, ja. Wir haben in unserer Karriere bisher die Welt vor lauter Ego nicht gesehen. Wir dachten, wir wären die Größten und wir haben uns entsprechend aufgeführt. Und dann wurde uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Also haben wir entschieden, von vorne anzufangen und jetzt sind wir wieder zurück. Besser als je zuvor. Jetzt mal ganz ehrlich übrigens, was haben denn die Ryuga Gotoku Studios, ja? Was haben die denn mit ihren verkackten Kurzhaarmädchen? Ich meine, es war nicht die Oma, ich meinte beide. Ich meinte beide natürlich. Hallo? Die Hasenohren von der Oma hat man nur nicht gesehen. Die sind ja unter den Haaren. Was haben die denn eigentlich mit ihren verkackten Kurzhaarmädchen? Ja? Wo ist denn, ja? Die Japans Liebe zu anmutig langen schwarzen Haaren hin, ja? Ich bin froh, dass man mir Eri gegeben hat, ja? Sonst hätte das die Wertung ganz stark nach unten gezogen. Und von Eri weiß ich tatsächlich nur, weil man mir Eri indirekt gespoilert hat, ja? Also haben wir entschieden, von vorne anzufangen. Jetzt sind wir wieder zurück. Besser als je zuvor. Das ist ein Nein. Tja. Wenn ihr so heiß drauf seid, dann trete ich gegen euch an. Klar. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören, Jungchen. Kann das Rennen sofort losgehen? Ja, los geht's. Okay, los geht's. Zeigt mir, was die neuen besseren Rocket Girls drauf haben. Aber nur, wenn sie danach wegfliegen mit den Worten, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
So gefällt mir das. Enttäusch uns nicht. Ja, hi, Chiban-kun. Ich verstehe das einfach nicht, ja. Weißt du, damals war das ein wirklich wichtiges Merkmal, ja, der japanischen Frau. Schöne, lange, hübsche Haare. Und jetzt gucken diese ganzen verkackten Kurzhaare an. Was soll das denn? Ja? Deshalb knall ich mir auch Extensions rein, weil lange Haare cool sind. So. Und so weitergehen, meine ich natürlich. Ach so. Damals in der Herze, das war ja quasi gestern. Das war gestern, ja. Bei kurzer Frisur. Nein? I'm getting emotional over Kurzhaarfrisuren. Please don't. Oh Gott. So, was wartet denn hier auf mich? Über Kart fahren können sie. Was ist denn an diese verkackte Strecke noch mit Nebel? Ist das die Schwerversion von Sega? Was soll das denn? King Hell. Nein, ich wollte die Rakete. Wie soll man denn an Aichan rankommen? Aichan denn jetzt? Wie bin ich denn jetzt gerade Erster geworden? Nein. Oh Gott. Oh, das ist knapp. Fucking hell. Entschuldigung. I know it's not the proper Wortwahl. Gott, oh Gott. Leave me alone. Oh Gott. Nein. Please no. Wäre ganz nett von mir selber, wenn ich das jetzt hier nicht gegen die Wand fahre. Oh Gott. Oh, uff. Oh, 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 my head. Aber das ist wirklich, es ist wirklich wichtig, ja. Habe ich zu komische Ideale, weil ich sage, ich finde lange Haare an Mädchen schön, hübsch, anmutig?
Ich weiß, man kategorisiert Mädchen mittlerweile nicht mehr in solche Kategorien, weil sie ja auch starke Geschöpfe sein können und so. Aber kann ich nicht trotzdem einfach. Egal. Unglaublich, dass wir schon wieder gegen dich verloren haben. Wir sollten doch die wiedergeborenen Rocket Girls sein. Hey, denkt euch nichts dabei. Ihr wart definitiv viel schneller. Euer Training hat sich ausgezahlt, aber ich war halt einfach mit dem größten Babo. Heute war wohl einfach mein Tag. Sein Penner. Du hast uns tatsächlich schon wieder besiegt, Ichibanku. Und obwohl ich ganz schön gefrustet bin, bin ich auch ziemlich motiviert. Geht mir auch so. Geht mir auch so. Gut gesagt. Wir werden uns nicht lange ob dieser Niederlage grämen. Nächstes Mal schlagen wir dich. Aber erst einmal heißt es tschö mit Ö. Wir müssen trainieren. Gehen wir, Matsuko-chan. Mata ne. Adios. Ja, ne? Na, okay, wir sehen uns. Pull's mal eben auf für. Ja. Er guckt jedes Mal auf den Arsch. Jedes Mal. Nein, gar nicht. Hat jeder so seinen King. Ich glaube, ich bin eher der wenige, der kurze Haare. Warum? Erklär mir mal auf einer hochwissenschaftlichen Basis, bitte, ja, warum Kurzhaarmädchen die besseren Liebhaber sind. Oder die besseren Waifus. So, sagen wir es so. Ich habe zu viel über Kurzhaarmädchen geredet. Kannst du bitte wieder angehen? Studiolicht meinte, unbedingt ausgehen zu müssen. Manchmal bin ich. Also, darüber wäre ich dann echt froh, hier raus zu sein, wegen dem blöden Studiolicht, das permanent ausgeht. So, was machen wir denn in der Zwischenzeit hier? Können wir einfach in den Kampf gehen und dann. Ich meine, ich lasse mich sehr gerne auf andere Meinungen ein, ja? Ich möchte auch andere Meinungen verstehen. Deshalb möchte ich bitte, dass du mir das erklärst. Denn ich finde es wichtig. Idle Power, too new! Da, hier, nimm das da. Boom. So, ist es jetzt wieder da? Nö. Och, verdammt, ey. Ja, komm, dann, was weiß ich denn? Damals, als der Frau die Haare noch heilig waren. Zumindest der japanischen Frau. Ja. Wo der erste Gedanke, den sie dran verschwendet haben, dass wenn man ihre Haare abgeschnitten hat, ja, dass Selbstmord die einzige Option war, wenn man einfach nie mehr hübsch war. Ja. Ja, ich weiß, es sind drastische Zeiten gewesen, ja, aber sie waren besser für uns alle. Wirklich. Sind die so schnell gewachsen? Ah, heck. Ich hätte Rosensamen mitnehmen können. Verdammte Axt, Mann. Ich will doch Iroha waifun. Iroha ist hübsch. Nein, möchte ich nicht. So, bleibst jetzt bitte an. Dankeschön. So. Jetzt sind wir einmal reingegangen, haben die Area reloaded. Oh. Jetzt kommt da, glaube ich, eine sehr lange hochwissenschaftliche Erklärung. Oh, ich bin so doof.
Da kann ja auch nichts kommen. Warum? Weil ich doof bin. Erwähnt ich schon, dass ich doof bin? Kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Siehst du, da haben wir das Problem schon. Jetzt ist der Weltschmerz darüber, dass ich gar keine Haare grau oder der Grund, warum ich... Nee. Ich weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so logisch. Aber ich nehme das einfach tatsächlich mal so hin. Du wirst natürlich... wo war denn der Blumenkram? Flowers to go. Das ist der Flower Toko Club. Aber ich akzeptiere diese Meinung. Ich bin halt tatsächlich... Oh, oh, oh. Also ich meine jetzt abzüglich davon, dass man seine Partnerin sowieso wie eine Prinzessin behandeln sollte. Ich glaube tatsächlich, ja, wenn eine Partnerin mit sehr hübschen langen Haare hätte, ja, dass sie grundsätzlich von mir wie eine Prinzessin behandelt werden würde, so wie ihr das auch gebührt. Ja. Und wenn ich ihr den ganzen Tag die Haare bürsten müsste, dürfte, könnte. Ja. Und so doof das klingt, ich guck wirklich zuallererst auf die Haare. Also auf den Kopf. Das geht dann, je nachdem von welcher Seite, ja. Von welcher Seite ich, ne, wenn ich sie nur von hinten sehe, ja, dann gucke ich sowieso zuerst auf die Haare, ja. Dann geht's von oben nach unten. Und umgekehrt auch, ja. Das scanne ich auch von oben nach unten. Sortiert nach Priorität. Das ist schön am weiblichen Körper. Ja? Es geht schön von oben nach unten nach Priorität sortiert bei mir. Ich meine, du brauchst ja immer einen Funken, ja, um Interesse an jemandem zu haben, ja. Und der Charakter, das ist das, was dich am Ende, das gewisse Etwas, was dich hält und dann verzaubert. Das ist unglaublich wichtig. Ich könnte jetzt natürlich auch über männliche Partner reden, aber soweit bin ich noch nicht. Ich habe mir die Strecke gerade gar nicht angeguckt. Das wird ja Freude. Oh nein, oh, das ist die Arschlochstrecke. Die hier durch die Gasse geht. Ach ja, oh. Oh. Das Kartfahren macht übrigens mega Spaß und ich hätte da auch gerne wieder ein einzelnes Spiel von. Hau ab. Gott, ey. Boah, wie krank ist das denn bitte, wie die Integrität da runtergeht? Oh boy. Ich konnte nicht lenken. Egal.
Gott. Dachte ich jetzt noch. Knarren. Wie geht das eigentlich, dass ich nur Dritter bin? Ach ja, ich fahr scheiße. Erster werden wäre noch sehr nice. Das wäre richtig geil. Ist das schön? Sprach der Föhn. Danach ging er auf die Gangway, um spazieren zu gehen. Und sind wir ganz ehrlich, ja? Wenn wir schon von anmutig wirkenden langen Haaren sprechen, dann müssen wir auch ein Thema ansprechen, in dem man dann zwangsläufig nicht vorbeikommt, und das ist Twin Tails. Twin Tails ist das Haar-Endgame. Und sobald ich es kann, werde ich sie bis an mein Lebensende tragen. Nein! Hat denn die Kackscheiße da schon wieder hingeschmiert? Okay. Komm ab hier. Nein. Lass mir die Strecke lernen hier. Gut, was ist das für ein Kurs? Sag mal. Ach, der Schmierkram bleibt nicht hängen, wenn du Boost hast oder was? Ah, du Penner! Was soll das denn? Kannst dich mal zu den ganzen Schlitzpissern da hinten begeben, ja? Was soll das denn?
gut. Leave me alone, please. Gott, oh Gott, oh Gott. Nur darauf gewartet, dass ich oben an irgendeiner Reklame hängen bleibe. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann gleich wieder Chat lesen. Entschuldigt. Nein! Nein! Das Item verpasst. Oh, jetzt war ich es aber spannend für euch. Dude! Manchmal ist dieses Card-Hanging-Ding so fragwürdig, aber das ist auch der Grund, warum die Ryuga Gotoku Studios Yakuza-Spiele machen und keine Rennspiele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Toll, die bringen mir echt viel. Danke. Wär's hier mit so einem Boost gewesen. So als Anregung. Egal, das Ziel kommt. Ich liebe diese Flugpassagen. Nein, andere Richtung. So jetzt. Ach, bis beim Steg da. Ja, ich bin da oben an dem. In der Kartbahn. Also oben an der Promenade. Die Promenade. Guten Abend übrigens. Hi. Spare dein Geld, sei klug. Willkommen. Wir machen heute ein bisschen Kartfahren. Nachdem wir uns dann doch so viel mit den anderen Dingen beschäftigt haben. Willkommen. Vielen herzlichen Dank. Setzen Sie sich nieder, genießen Sie den Ström. Was ist das denn jetzt schon wieder? Die Strecken werden auch immer kranker. Oh boy, ey. Danach gehen wir mal Ryoha den Rosenstrauß geben. Ich möchte wissen, was dann passiert. Ist jetzt irgendwas... Oh Gott. Special an der Strecke? Oh Gott. Ja, dann kann ich ja mal die Introduction machen. Oh Gott. Hi, ich bin Chris. Bin einer von 6 Streamern hier bei der Bunker Crew. Wir machen hier ganz bunte Japano-Spiele über die Woche verteilt. Ich bin heute dran mit diesem großartigen Spiel, das sich dann nennt Yakuza Like a Dragon. Bin hier prädestiniert für die Yakuza-Spiele und alles, was niedlich eidelhaft ist und was Waifus beinhaltet. Wow. Damit. Nee, Dive. Jetzt ist es indirekt japanisches GTA, aber eigentlich ist es jetzt japanisches Mario Kart. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Jesus. Wisst ihr, was das Schöne ist? In Mario Kart fahre ich genauso beschissen. Ich würde sogar sagen, dass ich hier sogar besser fahre als in Mario Kart. Ich könnte auch einfach die Boostflächen benutzen. Das wäre aber zu einfach. Hau ab! Dahin. Was soll ich sagen? Ja, unten in den Panels findest du ganz viele Informationen
oder was so diese Woche läuft mit Ausrufezeichen Schedule oder Ausrufezeichen Next. Dann siehst du, was als nächstes läuft. Gott! Ich schwöre, im Let's Play war das nicht so scheiße. Echt nicht. Ich schwör. Nein, natürlich bleibe ich dann an genau der Ecke hängen. Was soll das denn? Das Risiko gehe ich ein. Hau ab! Ah, was soll's. Die ganzen Neptunia-Sachen, die haben wir wirklich tatsächlich noch vor uns. Und jetzt auch ganz hochoffiziell Moin Dive. Alles Schnieke. Egal, wir sind Erster. Und mein Kaffee ist leer. Das ist natürlich nicht so gut jetzt. Jetzt muss ich mir normales Getränk hinterherwerfen. Das ist tatsächlich etwas, was noch hier auf dem Kanal fehlt. Das gebe ich ganz offen zu. Ja, wir haben in diesen 4,5 Jahren, Gott sei Dank auch schon fast 5 jetzt, ne? In diesen 4,5 Jahren halt schon echt viel gemacht. Ausrufezeichen Wikipedia. Aber Neptunia fehlt. Ha, den Grand Prix habe ich gerockt. Als wäre es ein Kinderspiel. Was wirklich super. Kommt nicht oft vor, dass er wirklich so schnell aufsteigt. Du bist wirklich ein Ausnahmetalent. Ja, findest du? Naja, gegen Komplimente habe ich ja nichts einzuwenden. Sorry, kurz Dialogstopper. Als nächstes kommt der Drachencup, oder? Wenn ich den gewinne, dann bin ich der König der Karts und der Babbo in der ganzen Hood und der Overchecker von Eternia. Der Drachencup ist das Rennen mit dem größten Prestige. Das könnte noch etwas früh für dich sein, Kasugasan. Ach so, warum das denn? Du hättest einfach bessere Erfolgsaussichten, wenn du etwas mehr Rennerfahrung hättest. Okay, das verstehe ich. Und an was für Erfahrung denkst du da so? Ich habe alle Turniere gewonnen, die ich gewinnen kann. Hier dürfte es jede Menge an starke Rivalen geben. Zu versuchen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, ist auch eine wertvolle Erfahrung. Hey, verstehe. Jetzt muss ich also alle meine Rivalen schlagen. Man kann viel lernen, wenn man mit talentierten Fahrern fährt. Über ihre Technik und über die eigene. Ich kann das nur dringend empfehlen. Ja, da hast du sicher recht. Und vergiss nicht, deine Maschine zu verbessern. Das ist eine Investition, genau wie alles andere. Man kriegt nichts raus, wenn man nichts reinsteckt. Korrekt. Das ist bei anderen Dingen auch so. Wenn man nichts reinsteckt, dann kommt auch nichts raus. Auch nach 9 Monaten nicht. Wenn der Drachenkampf wirklich so tough ist, dann muss ich noch tougher sein. So, Entschuldigung. Ja, ich sag das schon die ganze Zeit. Sieht der Typ, ist der Typ in der Bar nicht auch Kashiwagi? Der erinnert mich so an Kashiwagi. Wir brauchen eindeutig mehr Streamer, um das alles abzudecken, Korps. Wie darf ich dich denn eigentlich nennen? Soll ich dich Skiller nennen? Soll ich King sagen? Wie möchtest du es denn gerne? Ich versuche mir das zu merken. Ich bin hier der Streamer mit den Idle-Qualitäten. Oha. Kaum läufst du weg. Plopp, aufgeploppt. Boom. Oder der Typ in der Bar, der sieht doch aus wie Kashiwagi, oder bilde ich mir das ein? Oh. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Interessant. Wenn er losläuft, dann immer mit dem rechten Fuß. Boah, hey, was soll das denn? Ach, es ist nur Sugudu. Was hast du da gerade gemacht? Daten über dich gesammelt, was denn sonst? Ich habe beim Phoenix Cup nur gegen dich verloren, weil ich nicht genügend recherchiert hatte. Und jetzt... Geh bitte einfach weiter deinem Alltag nach, wenn du nichts dagegen hast. Yeah. Und ob ich was dagegen habe, du benimmst dich wie ein perverser Stalker. Wenn man das so sieht, ich sollte mich wohl zurückziehen. Du hast mir schon gegeben, was ich brauche. Oh. Ja, jetzt habe ich dir gegeben. So, ich fordere dich hiermit noch einmal heraus. Willkommen zurück, Hide. Du willst noch ein Duell? Der Datendrifter.
In dem Wissen, dass ich gewinne, versteht sich. Meine Berechnungen zufolge müssten ganz leicht sein, dich zu besiegen. Es sei denn, du lehnst ab. Ich kneife nicht. Aber eins will ich dir mal sagen. Beim Motorsport geht es nicht nur darum, irgendwelche Daten im Kopf zusammenzusetzen. Das muss ich dir wohl nochmal zeigen. Vielen Dank, ich freue mich schon auf die Lektion. Oder eher darauf, ein Exempel an dir zu statuieren. Also, kann das Rennen beginnen? Ich hätte ihm vielleicht so einen Lispelton geben sollen. Das wäre vielleicht viel lustiger gewesen. Oh. Ja, dann mal los. Sehr gut. Und jetzt heule vor Verzweiflung, während meine Vorhersagen nach und nach eintreffen. Mein Name ist Harf, ich weiß von Nick. Stimmt, ja, die Nakogawa. Ja, das würde mich mal interessieren. Ich meine, Han Chung-gi aus Teil 6. Han Chung-gi hat eine Kugel in den Kopf gekriegt. Wie kann Han Chung-gi Teil der Gummi-Jule sein? Ha? Weißt du? Das ist das, was mich zum Denken bringt. Schwierig. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Nein, nicht Pain Circuit. Ah, Today's a Diamond, dankeschön. Ich hatte noch irgendwas im Kopf mit Today, aber glaubst du, ich wäre drauf gekommen? Today, Tonight, irgendwas. Wir sind einfach unbedingt wollen, dass der Nebel es schwieriger macht. Was soll das denn? Da habe ich die Kurve nicht gekriegt. Jesus Christ. Was mache ich denn? Jetzt will die Strecke mit Nebel kennenlernen, ja. Obwohl. Nein, komm schon. Ach Gott, ey. Könnte ich kotzen, wenn du manchmal überhaupt keine Ahnung hast, warum dein Kart nicht lenkt. Oh nein. Dann nimmst du auch mal den Hit. Ist das dein Ernst jetzt? Das Ding mit der Hacke gestreift. Ich glaube, es baggert hier. Oh Mann. Das war so unnötig. Genau wie das.
Okay, das kriegen wir besser hin. Ich weiß immer noch nicht, warum mir Sparen ein Geld sparen ist klug. Ja, die Auto-Save-Funktion näher bringt. Verdammt, habe ich gerade wirklich verloren? Ja, ich hatte es doch vorher gesagt. Aber mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen. Meine Berechnungen zufolge hättest du viel knapper verlieren müssen. Vielleicht eigenartig, vielleicht gab es bei deinem Kart eine Art mechanisches Versagen. Naja, ich nehme das Rennen als Relevanz für die Referenz für die Zukunft. Lege es quasi ins mentale Archiv ab. Also, Revanche. Ich will dich so verlieren sehen, wie ich es vorher gesagt habe. Wie kann er das alleine entscheiden? Aber gut, warum nicht? Ich war mit dem letzten Rennen eher alles andere als zufrieden. Du kriegst deine Revanche. Aber ich habe das Gefühl, dass du mit deiner Vorhersage ein klein wenig daneben liegen könntest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Es macht nur Spaß gegen Gegner, die denken, sie können gewinnen. Also ihre Chancen quasi gleich null, obwohl ihre Chancen gleich null sind. Ja, dann hatte auch die Ehre, Simon. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Außer rein. Mädels, ich muss mal durch. Ja, ja, komm, lass fahren. Oh. Du hast gesagt, dass es nichts gibt, was Daten nicht lösen können. Und ich verstehe deine Sicht, aber man kann ein Rennen nicht allein auf Basis von Beobachtungen gewinnen. Ich zeige dir, was ich meine, indem ich gewinne. Ach, dann bist du entweder andere hast du entweder andere Daten als ich, oder du hast vergessen, deinen Untergang vorher zu sagen. Nun. Komm, das kann ja nicht so schwer sein. Bitte euch. Was macht denn eigentlich da schon wieder so viel Krach? Dude! Wenn ich jetzt hier nicht ganz so fahre wie der letzte Heckenpenner, dann kann das durchaus was werden. Wenn ich diesem komischen Scheißhaus da irgendwie ausweichen kann immer. Ich glaube, da muss ich sogar den Drift nehmen durch das Elektrozeug. Komme ich da nicht gescheit rum, genauso wie hier. Na klar, bleibt an der Ecke hängen. Jedes Mal. Dammit. Okay, 2,5 Sekunden vorne.
Would you please not? Oh nein, dein Ernst jetzt? So kurz vorm Ziel, ich raste aus. Ich raste aus. Das war dumm. Da bin ich ein bisschen aus dem Fluss gekommen hinten raus. Wir schaffen das. We can do this. Ramalam ding dong, ramalam ding dong, ramalam ding. Ah, die Banglers fahren. Gut. Komm. Jetzt so. Ich fahr dir deinen Kran zu Schrott. Kann doch nicht wahr sein, ey. Oh Gott, mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Thank you.
Yes! Misa, Dankeschön, Füllerieschub, 13 Monate, guck mal, über ein Jahr ist das jetzt schon. Hallo, hallo und hallo liebe Räder vom Bo, grüße euch, na, wie war denn noch das Trainieren? Ich habe mich hier gerade ganz gemütlich durch Rivalenrennen geschlonzt, ja, schön, kriegst du ein Chris Herz. Ja, Super Kaska Card, oder, wie ich das Spiel liebevoll nenne, Like a Shumi. Ja. Scheiß auf Like a Dragon, Like a Shumi it is. Ja. Hätte ich eigentlich als Titel nehmen sollen, Like a Shumi. Nein, das kann nicht sein, meine Daten haben das Rennen ganz anders vorhergesagt. Hab's dir doch gesagt, oder? Datenanalyse ist was anderes als gute Reflexe und ein guter Instinkt. Manchmal wird auch ein Gewitter vorhergesagt und dann regnet es den ganzen Tag keinen einzigen Tropfen. Vorhersagen ist eben nicht immer zuverlässig. Oh. Bin wie gerädert, wow. Sag mal, ist das jetzt das Karma von vorhin mit den Wortwitzen? Mel geht, nimmt ihre Wortwitze mit und du kommst hier um die Ecke. Du hast wieder genug Geld in der Wortwitzkasse heute Abend. Nein, hier überspringen. Halt die Klappe, von dir brauche ich... Oh, jetzt gebe ich ihm eine Liftbestimme. Von dir brauche ich bestimmt gar kein... Oh, was ist das denn? Ja, wow, da haben wir wohl einen echten Streckendämon. Gut gemacht, Ichiban-kun. Oh, ja, guck hier, Bo, so eine Friese, meinte ich. Ja, nur noch viel mehr, ja, das Hörnchen. Haki doch. Sei nicht so wie dieser nerdige Pisser. Jedes Mal, wenn du was von einer Vorhersage laberst, will ich dir eine runterhauen. Was bist du eigentlich für ein Driftmusketier? Wie bitte? Du wagst es, meine Methoden zu beleidigen? Ja, viel Spaß im Lurk. Haben wir vorhin geklärt, ist vollkommen legitim. Wie bitte, du wachst es, meine Methoden zu beleidigen? Ein Einfallspinsel wie du. Du kannst ja nicht mal deinen eigenen... Keine Ahnung. Ach ja, tja. Und dir hat dein Nerdgefasel nichts geholfen und du hast trotzdem verloren. Und apropos Loser. Ich weiß, dass du noch nie ein Mädchen geküsst oder gar im Bett gehabt hast. Oh boy, leck mich doch. Ey, sag mal, ist es auch Teil deiner Daten, dass du ein alter Mann mit Samenstaub bist? Oder reicht's dir mit deiner Hand? Hey, Guys, ich will den Text lesen. Ich sage meinem Fuß in deinem Hintern vorher, du Arme. Das lese ich nicht alles vor. Also hier gibt's jetzt wirklich alles unter die Gürtellinie. Das ist auch nicht Twitch-Shares-konform wahrscheinlich. Kommt schon, ihr zwei. Kein Grund, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Pass auf, Sögerson. Ich will das nicht zu laut sagen, aber ich habe viele lange Tage und harte Nächte allein verbracht. Ich dachte, ich würde als Jungfrau sterben. Oh Gott, what is this talk? Und jetzt sieh mich an. Ich habe eine liebende Frau, einen wunderbaren Sohn und einen Job, den ich liebe. Das wartet auf dich sicher auch alles. Bleib geduldig. Es kann nur Pocket Circuit Fighter sein. Hey Misa, was sagst du eigentlich zu meinem cuten... Oh, sorry, du bist ja im Blog. Was sagst du eigentlich zu meinem cuten VTuber-Model? Danke, das war die inspirierende Vorhersage, die ich je gehört habe. Was sagst du eigentlich zu meinem schnicken VTuber-Model? Would date? Would bang? Marry, fuck, kill? Entschuldigung. Er ist echt guter Mediator. Sieht das so gut aus, sondern geht's wirklich ans Herz. Zu guter, Entschuldigung. Und Aki, das dann. Red nicht so schlecht über das Liebesleben von anderen Leuten. Niemand will dich sowas sagen hören. Außerdem, wo bleibt der Dragon Card Geist? Ich weiß, du hast recht. Ich bin zu weit gegangen. Und jetzt ist Akira total ruhig wie ein Löwe, der gerade gezähmt wurde. Wie macht Fujisawa an das? War der Pocket Circuit Fighter Name eigentlich bekannt? Ich weiß gar nicht. Eigentlich war ich überhaupt nicht zum Streiten hier. Ich wollte dich nur sehen. Ja. Im Gegensatz zu Sugura hier sind mir Daten scheißegal. Ich trete einfach aufs Gas und lasse meinen Instinkt übernehmen. Ich hoffe, das nächste Turnier wird lustig. So ein typischer Yankee-Biker übrigens, ja. Mit ihren komischen Overalls und... Das kenne ich auch so nur in Japan. Akira ist auf der Float-Highway-Strecke noch ungeschlagen. Ja, Wahnsinn. Aber wer weiß, vielleicht kann unser aufstrebender Stern ihm ja gefährlich werden. Gib dein Bestes, Kasuga-san. Darauf kannst du einen lassen. Oh oh. Das Ignition Shadow Card ist jetzt verfügbar. Oh Gott. Das klingt alles zu gut, um wahr zu sein.
Müsste ich jetzt übrigens Sorgen machen, ja? Ich habe jetzt Reaction-GIFs von mir selbst. Okay, guys. Let's do it. Nee, Nala ist im Lurk. Ach, du hast also nicht den Schwanz hier eingekniffen und bist abgehauen? Natürlich nicht. Ich muss dir ja sicher gehen, dass du nicht die größte Klappe, nicht nur eine große Klappe hast. Der Bikerblitz. Weißt du, da denkt Tiki, der blöde Heckenpenner, ja? Falls du das siehst, ja? Meine Faust rektal. Ah nee, das darf ich ja nicht mehr jetzt. Ich darf jetzt nicht mehr gemein sein, weil jetzt bald bin ich ja offiziell auf dem Weg. Weißt du, denkt, er kann mich einfach mit so einem verkackten Barbara-Screenshot abspeisen. Was soll das denn? Ob's hackt? Hab ich da erstmal gleich ein Reaction-GIF reingedrückt. Oh, verdammt. Den Text nicht lesen können, sorry. Du kannst es dir anders überlegen, weißt du? Willst du es riskieren, vernichtet zu werden? Na dann mal los. Glaubst du etwa, ich bin hergekommen, um zu verlieren? Kannst du knicken, Mann. Wie? Ich soll dich von der Strecke kicken? Keine Sorge, das habe ich vor. Drecksack. Blöder Penner, mich einfach hier mit dem Barbara-Screenshot abspeisen wollen. Ich glaube, es hackt. Boah, Grip. Höchstgeschwindigkeit. Puh. So. Das Ding hat jetzt eine mega Beschleunigung, mega Grip. Ich bin verunsichert. Hunde? So. Also das muss es sein. So. Rennen beginnen. Komm, den fegen wir von der Strecke. Ja? Und gucken wir mal, wo hier ein kühles Lüftchen weht. Meine Freunde. Ins Gesicht. Oh. Ich gleich dann auch mal machen. So. Oh nein! Diese Strecke mit Nebel. Was soll das denn? Die haben noch den Arsch auf Grundeis. Damit. Launchpad verpasst. Konnte ich nie mitnehmen, weil ich eine verkackte Rakete habe. Oh, dammit. Yeeha! RIP. Dafür, dass der Typ ungeschlagen ist, habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das, was ich vorhin gecallt habe, ist jetzt passiert. Ich bin in die Reklame geflogen. Jeha!
Nein! Werde ich hier rumsliden wie so ein Idiot. Sag mal, fährt der überhaupt noch mit? Oder? Also nicht, dass ich ihn unbedingt hinter mir haben. Oh ja, da ist er. Nicht, dass ich ihn unbedingt hinter mir haben möchte, aber. Ich will ihn doch eigentlich nicht vor mir haben. Nein. Shit! Kontenance, Chris, Kontenance. Den hätten wir gern. Oh, what am I doing? Penner, ey. Nein! Ich musste es vorhin ja unbedingt sagen. Och, scheiße. Jetzt verliere ich's. Gibt noch eine Chance, gibt noch eine Chance, gibt noch eine Chance. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wieso hat das meine Frage nicht beantwortet? Easy. Boah, dann habe ich es aber spannend gemacht bis zum Schluss, ja. Oh, ich habe es irgendwie geschafft, aber es fühlt sich an, als hätte mich mal ein paar Jahre meiner Lebenszeit gekostet. Scheiße, scheiße, scheiße. So, ich verloren. Dachte, ich hätte den Typen demoralisiert. Du warst ein großer Fisch in einem kleinen Teich, Akira. Sobald etwas Größeres angeschwommen kam, wurdest du sofort aufgefressen. Oh Gott, wer ist denn das denn? Chin-san. Wir unterhalten uns zum ersten Mal, Rookie. Diesmal gratuliere ich dir. Aber denk ja nicht, dass ich so schwach bin wie diese Loser. Die Rennen, die du bisher gefahren bist, waren Kinderkram. Wieso sagst du das? Ich bin viel entschlossener. Für mich ist das kein Hobby wie für alle anderen. Ich fahre im Namen meiner Familie. Ich riskiere alles. Komm wieder, wenn du bereit bist, dein Leben zu riskieren. Vorher fahre ich nicht gegen dich. Selber? Das ist also Jin, der Yakuza-Rennfahrer. Nach außen hin wirkt er ganz ruhig, aber ich habe sein Feuer gespürt. Der Typ ist echt ein anderes Kaliber. Das heißt, dass ich alles geben muss. Ich muss hart trainieren und meine Maschine muss perfekt in Form sein. Sonst habe ich keine Chance. Ja, Scheiße. Probieren wir noch. Das probieren wir noch.
So, du Streber, jetzt gibt's mal aufs Maul. So. Shinsugunagebe, du musst Kasuga-san sein. Ich habe eine Nachricht von Jin Aniki für dich. Von Jin? Ja. Tut mir leid, aber ich kann gerade nicht gegen dich antreten. Ich bin in einen Kampf hineingeraten. Tu, was du tun musst, bis ich zurück bin. Das war alles? Jetzt entschuldige mich bitte. Wow, dann können wir das noch nicht mal mehr machen. Wow. Ein Kampf. Tja, das ist immerhin sein Hauptberuf. Naja, dann tue ich wohl mal, was ich so tun muss. Och nö. Ja, dann gehen wir halt mit Iroha flirten. Was interessiert es mich denn, wenn er keinen Bock hat? Er hat einfach nur Schiss, der Typ. Einfach nur Schiss. Ba, 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 ba. Was machen die Pflänzchen? Der braucht noch. Ja, da können wir mal eben... Ja, komm. Pflanzen wir die Stiefmütterchen ein. Nein. Würdest du bitte an dem Schild vorbeigehen? So was. Hat er hier schon wieder die Musik ausgemacht? Oh. Oh, ich will so gerne Yakuza Ishin spielen. Also verstehen, so eher. Erzähl mir eine lustige Geschichte. Einen Rosenstrauß schenken. Hier für dich. Ist dein Rosenstrauß verschenkt? Arigato. Was, für mich? Wow, vielen Dank, Kasuga-san. Ich wollte mich nur für alles bedanken. Du hast hoffentlich nichts dagegen, dass ich vorbeikomme. Ich fühle mich Iroha schon ein wenig näher. Schön, dass sie sich gefreut hat. Unterhalte dich ein bisschen mit mir. Mit Iroha chatten. Ich könnte die Unterhaltung sicher in Gang bringen, wenn ich etwas bezaubernder Stufe 7 hätte. Was? Was? Och Mann. Och, komm schon, wo soll ich denn noch Charisma herkriegen? Ach, Mann. Ups. Dann gucken wir halt mal bei den Teilzeithelden. Was haben wir denn da so? Steht da dabei, was man dafür kriegt? Nö. Ach, können wir nicht einige Sachen abgeben, die wir aus Versehen gemacht haben jetzt? Nee. Hier noch so ein paar Sachen, die wir erledigen können dafür. Ja, ja, nee. Nee. Ja. Ein Überredungskünstler. Überzeuge insgesamt 100 Aktionäre auf Aktionärsveranstaltungen. Wow, da fehlen uns 5. Und dann 3 Fragezeichen. Ach Mann. Was ist denn das Zeichen für Charisma? Jetzt habe ich gar nicht drauf gepasst.
Gruppe, Werte überprüfen, boom. Oh, Charisma. Charisma ist die Sonne. Ach, guck mal an. Sekunde. Haha. Hahaha. Mach's mal auf. Das können wir wahrscheinlich auch nicht alles. Unser Charisma steigt, wenn wir futtern. Verfolge 10 Tischgesprächssitzungen in verschiedenen Lokalen. Ja, dazu hätten wir überhaupt mal erstmal eine kriegen müssen, ja. Irgendwo da draußen, es sind 5 besondere Menschen, die dich gerne einmal anhupen würden. Finde die 5 und werde der Held, der du immer sein wolltest. Die Hongkong-Dame, Hongkong-Mädchen, Hongkong-Mann, Hongkong-Oma und die Hongkong-Prinzessin. Was? Ich stelle keine Fragen. Es wäre vermutlich kontraproduktiv, wenn ich Fragen stelle. Minispiele. Oh, ich weiß, was wir noch machen. Ich weiß, was wir jetzt noch kurz machen. Ich habe keine Ahnung, Hide. Ich stelle keine Fragen. Ich habe mir vorgenommen, keine Fragen zu stellen. Also, nein. Ich habe mir vorgenommen, keine Fragen zu stellen und ich bleibe dabei. Das Spiel wirft mehr Fragen auf, als es welche beantwortet. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Kronk, Kronk, Trubab, Schubididu, Boink, Boink, Schublade zu, echt, Schubididab, Hop, Zap, Kalenderblatt ab, Kronk, Kronk, Trubab, Schubididu, hey, wo willst du denn hin? Ich soll dich reinlassen? Wie ein Hund, der an der Tür kratzt und sein Herrchen anfleht, ihn reinzulassen, bevor er erfriert? Verschwinde, bevor es dir leid tut. Was ist hier los? Oh. Hey, was ist da hinten eigentlich? Ja, scheiße. Die meisten Leute, die Aniki etwas fragen wollen, fangen an zu stottern und ziehen beschämt ab. Aber du? Du hast Selbstvertrauen, Bruder. Tonnenweise. Tja, der Blick in deinen Augen. Wie ein Lachs, der stromaufwärts schwimmt und einen Scheiß auf statistische Wahrscheinlichkeiten gibt. Okay, ich zeig's dir. Mir nach. Oh, okay. Wow, das hier ist die Spielhalle, in der die Obdachlosen von Ichijo Dampf ablassen. Und Geld. Und das Beste ist, der lange Arm des Gesetzes kann nichts dagegen tun. Ey, wenn du Kohle hast und dich zusammenreißen kannst, dann ist hier vielleicht echt was für dich. Ich hatte keine Ahnung, dass sich das hier versteckt. Naja, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich mich auch amüsieren. Easy, let's do it. Vielleicht locken wir damit Jan aus dem Gebälk. Viel Spaß damit, Kumpel. Jo, NP. Gute, der Mann. Hey, Mann. Lust auf eine Runde Koi Koi? Natürlich haben wir Lust auf Koi Koi. Klar, bin dabei. Welcher Schwierigkeitsgrad darf es denn sein? Einsteiger. Hier. Alles klar. Hier lang. Oh je. Ja, ja. Weiß, wie das geht. Ja, ja. Oh, November. Kein schlechtes Startbild. Oh Gott. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal das rote Gedichtsband. Rock. Das rote Gedichtsband. Oh.
Oh. Le Mond. Rotes Gedichtsband. Nein, das war meins. Blöder Penner. Ich werde jetzt natürlich versuchen, die Lichter zu sammeln. Na klar. Oh nein, der kriegt gleich die Tiere voll. Hongkong, Trubab, Schubididu. Geh mal auf Ramsch. Oh, das ist ein Licht, oder? Ja. Scheiße. Ui. Okay. Wir haben noch eine Chance. Hacke. Weil war das Startbild so gut. Kann ich das Licht stechen? Ne, kann ich nicht. Oh, verdammt. Holen wir uns erstmal das Gedichtsband. So. War dumm. Egal, gib her. Oh, oh, Mond gehört mir. Nein. Boom. Drei Lichter, Baby. Will ich Koi Koi rufen? Mir fehlt noch ein Gedichtsband. Kriege ich den Gedichtsband? Da sind drei, da sind... Nee, das schaffe ich nicht. Die 6 Punkte nehme ich mit. Oh. Wo wir halt einfach sämtliche Gesichtsbänder hier liegen. Dann sammel doch deine blauen Gesichtsbänder. Boom. Ruf ich Koi Koi aus? Ja, komm. Oh oh. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Nein, und er hat Kirschblüten. Verdammt! Einmal spielen wir noch. Dann höre ich auf. So, meins. Kann ich eigentlich hier nochmal in die Regeln gucken? Nee. Den Mond. Ach nein, jetzt habe ich nichts mehr, um den Mond zu stechen. Ich raste aus.
Lass bloß den Mond liegen. Oh nein, schon zwei Tiere. So. Blaues Gedichtsband. Eins noch. Eins noch. Eins noch. Nein! Sagebecher als Schrott werfen? Nein. Ich hab noch eine Chance. Dann ist es jetzt besser, auf die Lichter zu gehen, aber ich kann nicht auf die Lichter gehen. Holen wir uns. Nein, jetzt holt er sich auch noch das Tier. Nehme ich sie ihm halt weg. Verdammt. Aber wenn ich ihm jetzt die Bändchen wegnehme... Ja, der Mond, jetzt ist vorbei. Ich brauch da noch ein Gedichtsband und dann ist auch vorbei. Oh, darn it. Ja. Hui. Oh, wow. Die zwei Punkte nehme ich mit. So, letzte Runde. Nein. Warum? Der Mond weg. Och man. Komm, dann holen wir uns. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Genau deshalb wollte ich das nicht. RIP. Nee. Nee, nee. So. Wo wir gerade davon sprechen. Wo bin ich zu Hause hier? Da bin ich zu Hause. Wo ist O? O, P, Q, R, S, da. So, dann gehen wir mal wieder an die Oberfläche. Das ist eine sehr komische Spiegelung im Wasser übrigens. Plop. Speichern. Boom. Hulk. Ladies and Gentlemen. Wir sind leider schon wieder am Ende für heute. Aber ich habe das Gefühl, wir haben sehr viel geschafft. Wir haben sehr viel Kart gespielt. Und dann haben wir das dann halt auch mal endlich hinter uns. Schön. Sehr, sehr schön. Oh, Moment, ich muss was nachgucken.
So. Das war's für heute. Wir sehen uns tatsächlich erst am Sonntag wieder. Ich werde jetzt gleich meine Tasche packen und wieder mich auf meinem City-Roller Richtung Bremen schwingen, ja, nach Hagen im Bremischen, ja, dass ich dort wieder bei Kermit einbrechen kann, denn am Sonntag sehen wir uns wieder hier, ja, also nicht hier, sondern bei Kermit, ja, denn da spiele ich dann weiter bei Steins Gate, ja, dann finden wir hoffentlich raus, was hinter dieser ganzen Geschichte mit dem Dritten Weltkrieg steckt. Und ansonsten kann ich nur sagen, guckt mal Let's Play. So. Damit habe ich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich bedanke mich, dass ihr alle da wart. Und wünsche euch einen schönen Restabend. Und morgen an dieser Stelle gibt es Jan mit Ori 2 oder wie es richtig heißt, Ori and the Will of the Wisps. Das wird bestimmt ganz spannend. Ich finde es schön, wie Jan jetzt richtig ausholt, sodass man wirklich weiß, so, ah, das ist dieser Jan. Ich freue mich. So. Ich wünsche euch was. Ich habe noch einen Rausschmeißer für euch und glaube, das ist ein Ohrwurm, den man eventuell kennen könnte. Nachdem wir vorhin ein wenig Bash-Musik hatten, haben wir jetzt ein wenig andere Musik, die man aus Projekten von mir kennen könnte. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Wir lesen uns im Chat. Ne? Ich guck mal, wo ich euch hinschicke. Bis dahin. Ciao, tschüss.